Daniel ist schon fleißig am Hasseln. Schon. Das heißt schon, es ist 14 Uhr hier. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Es ist 14 Uhr, ich habe voll den deutschen Schlafrhythmus noch drin. Und werde mal schauen, ob ich den Morgen wieder normal kriege. Wir sind jetzt 5 Stunden nach vorne, das heißt, jetzt ist in Deutschland 9 Uhr, hier ist 14 Uhr, ich bin seit 1,5 Stunden wach. Das heißt, um 14 Uhr den ersten Kaffee. Aber dafür werde ich jetzt erstmal ein Interview geben mit Markus Dirksen. Aber das wird ganz interessant. Das Interview war auch erfolgreich. War cool. Danke fürs Interview, Markus. Ich werde euch dann auf jeden Fall auf dem Laufen halten, wo das online geht. Und ja, jetzt ist erstmal wichtig Mobility, Training und dann geht's weiter an die Arbeit. Bis später. Es ist jetzt 17 Uhr und ich habe ungelogen, außer das Interview und Training gerade, noch nichts hinbekommen heute. Was lernen wir daraus? Wenn dein Schlafrhythmus nicht stimmt, oh man, das zieht sich über den ganzen Tag hinweg. Aber noch eine interessante Sache dazu. Auch wenn mir die Zeit heute gefühlt und nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich davonrennt, ich werde Training nicht auslassen. Und es gibt für dich auch keine Ausrede. Ich sehe nämlich viel zu viele Leute, die 1-2 Stunden im Gym verbringen und eine Übung nach der anderen machen, dabei aber im Endeffekt gar nicht so effektiv sind. Ein gutes Training ist kurz und intensiv. Punkt. Alles, was ich heute gemacht habe, sind 10 Einheiten von Sprints und 15-20 Minuten Mobility. That's it. Das heißt, ich war in nicht mal 30 Minuten fertig. Was an solchen Tagen wie heute natürlich ein Geschenk Gottes ist. Denn ich weiß, in unter 30 Minuten bin ich mit allem fertig, ich habe mich um meinen Körper gekümmert und kann das für heute abhaken. Wo wir dann natürlich wieder auf das Parkinson'sche Gesetz zurückkommen können. Nämlich, dass sich die Aufgaben immer auf die Zeit ausdehnen, die du ihnen zur Verfügung stellst. Wenn du dir also sagst, okay, shit, ich habe nur 30 Minuten Zeit, wie mache ich das? Wenn du dir allerdings kein Zeitlimit setzt, das heißt, dir einfach sagst, naja, ich mache das heute im Laufe des Tages, mache ich heute Nachmittag, dann wird sich die Aufgabe auf diese Zeit ausdehnen. Und wie Gary Vaynerchuk so schön sagt, es kommt nicht darauf an, wie viele Stunden du am Tag arbeitest, sondern wie viel du in diesen Stunden schaffst. Das heißt, theoretisch reicht es auch, wenn du 3-4 Stunden am Tag arbeitest, wenn du dafür in der Zeit all die Aufgaben erledigst, die du für dir für den Tag vorgenommen hast. Naja, und vor der Challenge stehe ich heute sogar ein bisschen, denn ich habe noch ca. 2-3 Stunden Zeit und werde die Kamera jetzt mal zur Seite legen und ein bisschen arbeiten. Wir haben inzwischen 12:30 durch und ich muss gestehen, ich habe heute komplett vergessen zu vloggen. Komplett. Denn irgendwie fing der Tag einfach komisch an. Bis 1 Uhr gepennt, noch komplett im deutschen Rhythmus drin. Und naja, mit 5 Stunden Zeitverschiebung äußert sich das halt so. Aber an solchen Tagen trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Bist du jemand, der dann an solchen Tagen das als Ausrede nimmt und sagt, ach ja, so ein Tag wird schon nicht so schlimm sein. Ein Tag was nicht machen, das passt schon. Oder aber ziehst du trotzdem dein Ding durch, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen stressiger ist und ein bisschen anstrengender ist als sonst. Und ich habe heute versucht, alles durchzuziehen, habe 90% der Sachen hinbekommen. Eine Stunde Bildung steht noch auf dem Plan, das werde ich dann nachher noch machen. Auch wenn das dann den Schlafrhythmus wieder ein bisschen verschiebt, aber das passt schon. Morgen früh aufstehen zu einer normalen Zeit, geht klar. Und dann kann morgen auch wieder alles nach Plan laufen. Was dann nach solchen Tagen wie ein Kinderspiel aussieht und sich auch so anfühlt. Also geh nicht davon aus, dass jeden Tag alles immer super, super gut klappen wird, sondern erwarte diese negativen Tage. Erwarte sie ganz einfach und lerne es, damit umzugehen. Egal, wo du gerade auf deiner Reise bist, du wirst diese Tage bekommen. Du wirst gute Tage haben, du wirst schlechte Tage haben, du wirst normale Tage haben. Und erst wenn du es lernst, mit diesen negativen Tagen umzugehen und trotzdem all die Sachen durchzuziehen, die du dir vorgenommen hast, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Jan und ich, der übrigens auch hier ist, werden jetzt noch ein bisschen masterminden, ein bisschen brainstormen und vielleicht überlegen wir sogar ein Projekt zusammen zu starten, was aber noch in den Sternen steht, weil wir gerade eh ein bisschen ausgelastet sind, beide mit eigenen Projekten. Aber hey, wenn sich da Synergien ergeben, passiert vielleicht was, wenn nicht, dann halt nicht, aber können wir dann ja schauen. Und ja, wir brainstormen jetzt mal ein bisschen. Denn eine Sache, die mich gerade sehr, sehr beschäftigt, ist die Balance zwischen Handlung und Reflexion. Häufig verlieren wir uns auf einer von beiden Seiten. Nämlich entweder wir reflektieren zu viel und sind die ganze Zeit am Hirnwichsen, oder aber wir machen und merken gar nicht, dass wir wie die Fliege sind, die immer wieder gegen die Scheibe fliegt. Wir verlieren uns sozusagen in unserer Handlung. Was leider sagen, ich bin eher Zweiteres. Ich bin eher der Dude, der macht und dann immer jemand braucht, der ihn mal wieder stoppt, um zu sagen, hey, denk mal ein bisschen über das nach, was du gerade machst. Reflektier mal, wo willst du überhaupt hin?